Laut einem königlichen Experten war Prinz Harry wütend und in Tränen aufgelöst, nachdem er von seinem Vater, König Charles, aus Frogmore Cottage vertrieben worden war. Die Entscheidung von König Charles, Prinz Harry und Meghan Markle aus Frogmore Cottage zu vertreiben, wurde von einem Top-Experten des Königshauses mit einem Schlag ins Gesicht verglichen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex erhielten das Anwesen als Hochzeitsgeschenk von der verstorbenen Königin Elisabeth II. Sie wurden jedoch im März 2023 von König Charles vertrieben, Jahre nachdem sie von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten waren. Im Gespräch mit The Mirror äußerte sich der Royal-Experte Tom Quinn zu dem Schritt: Harry und Meghan stellten sich vor, dass Frogmore immer für sie da sein würde, selbst wenn sie jedes Jahr nur für ein paar Wochen nach Großbritannien zurückkehren würden und selbst wenn sie nicht mehr arbeiten würden. Royals. Er fügte hinzu, diese Annahme spricht Bände darüber, wie sehr der Kontakt zwischen König Charles und seinem Sohn verloren gegangen ist. In einem bedeutenden Schritt hat Harry kürzlich seinen Aufenthaltsstatus von Großbritannien in die USA geändert. Diese Änderung wurde auf den 29. Juni 2023 zurückdatiert, das Datum, an dem Harry und Meghan Frogmore Cottage offiziell verließen. Laut Quinn ist dieses Datum für Harry von Bedeutung und zeigt, wie tief er von der Entscheidung seines Vaters, die Sussexes zu vertreiben, betroffen war. Der Experte behauptete, damals wussten nur wenige Menschen, was für ein Schlag ins Gesicht sich die Räumung aus Frogmore für Harry anfühlte, es war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Harry war absolut wütend und unter Tränen über die Räumung aus Frogmore hatte er das Gefühl, dass sein Vater keinen hatte. Es war richtig, es zu tun, und es war reine Rachsucht.